Hier ist unser Geburtstagskind. Oh, ich könnte weinen. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Es ist einfach eine reinste Katastrophe. Morgen ist Fridas ersten Geburtstag. Alex ist auf dem Elternabend. Es ist mittlerweile schon fast 8 Uhr und er ist noch nicht da. Und ich muss hier gerade alles alleine schmeißen. Gleich kommt noch die Torte. Wir müssen dekorieren. Ich muss noch Kuchen backen. Wir müssen noch hier alles decken. Wir müssen hier noch putzen. Oh Gott, ey. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich habe jetzt gerade schon alles aufgeräumt. Die Spülmaschine angeschmissen und so. Und das Bad geputzt. Ich habe die Kinder gebadet. Und jetzt gleich kommt die Torte. Darauf warte ich. Da freue ich mich schon drauf, da könnt ihr ganz gespannt sein. Wie schon gesagt, haben wir das Thema, das Motto Kolibri aufgegriffen. Kurz die Erläuterung dazu. Frida hat seit ihrer Geburt immer so ein, wie sagt man, so eine Angewohnheit, ihre Zunge rauszustrecken. Egal in was für einer Situation, immer, auch wenn sie nichts macht, immer Und da musste ich immer an den Kolibri denken, der schlürft ja den Nektar mit seiner Zunge aus der Blume raus. Und deswegen heißt sie kleiner Kolibri schon von der Geburt an bei uns. Das ist halt so ein Spitzname, jetzt jeder seinen Spitznamen. Und ja, und deswegen das Motto. Ich habe euch die Deko gestern schon gezeigt. Dieser Vlog wird die Vorbereitung heute Abend sein und auch schon morgen früh die eigentliche Feier. Wir nehmen euch einfach mit durch den besonderen Tag und dann würde ich sagen, ganz viel Spaß. Ich muss auch morgen früh noch einen Obstsalat schnippeln. Deswegen liegen da so viele Pfirsiche, Äpfel. Was hier los? Klappt das nicht? Mit dem Pepperwurst. Ja, klappt nicht. So, jetzt ist der Deckel da drauf. Jetzt ist der Deckel drauf. Wir müssen hier unten auch noch wischen, wie man sieht. Hier sind noch überall Krümel. Oi. Was ist da passiert? Morgen wirst du ein Jahr, Schatz. Um diese Uhrzeit war ich schon im Krankenhaus. Nee, sind wir gerade losgefahren, glaube ich, kurz nach 8. Wieder wird ein Jahr morgen, genau. Du hast die ganze Zeit Klingel. Ja, hallo? Du warst aber schnell da. Ich dachte, jetzt kommt meine Torte, die kommt jetzt nämlich auch gleich. Achso, Torte kommt auch noch? Ja. Ja. Wow. Mit Taxi. Wie war der Elternabend? Ja, aufregend. Ne? Der allererste Elternabend für uns. Karte, hallo, Mendel. Hallo. Süßigkeiten. Vom Tegel. Hallo. Geh ruhig in die Schule. Der kann es auch anders. Wir haben immer nicht zusammen. Schaut mal. Ja, danke schön. Sehr gerne. Ach, wie schön. Boah. Ich dachte, da wäre dieser Vogel drauf. Ja, guck mal, was ist da? Ist gut, Leona? Wir haben immer Cupcake. Ist gut. Ist das eine Buttercreme? Ja. Häng da nicht so drüber. Das sind so, wie heißen die, Baisers? Genau. Das sind ganz bunt. Und was hast du jetzt hier für eine Füllung genommen? Nuss Nougat. Nuss Nougat. Da freut sich jemand. Ah, wie schön. Ich traue mich, die morgen gar nicht anzuschneiden. Ich liebe Nuss Nougat. Ich auch. Deswegen haben wir das ausgesucht, ne? Ja, danke schön an die liebe Nada an der Stelle. Ihr findet alle Infos zu ihr und auch zu den tollen Handmade-Deko-Sachen. Alle Infos in der Infobox. Die Mädels haben das für uns kostenlos angefertigt. Deswegen ein dickes, dickes Dankeschön vom ganzen Herzen. Es ist so wunderschön. Es ist unglaublich. Ich überlege, ob ich jetzt wirklich noch backe, weil es wirklich laut ist mit dem Thermomix. Und wir haben gedacht, dass wir heute Abend noch dekorieren. Aber morgen früh werden die Kinder hier frühstücken und alles. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt nicht viel und dann dekorieren wir, wenn die Mäuse im Kindergarten sind und dann, wenn die abgeholt werden, dann sieht das hier ganz toll aus. Morgen Nachmittag. Genauso machen wir das. Ich würde jetzt erstmal ins Bett gehen und melde mich morgen früh in voller Action. Und schlaft schön, falls es abends ist oder so oder nachts, wer weiß, wenn ihr dieses Video seht. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Gute Nacht. Hier ist unser Geburtstagskind. Oh, ich könnte weinen. Ja, und sie hat so gute Laune und sie ist jetzt ein Jahr. Und diese Uhrzeit warst du schon auf der Welt. Wie stolz und einfach ist jetzt Mama, ne? Ich hab sie gerade aus dem Bett geholt, hab ihr vorgesungen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Dea ist immer irgendwie so krass emotional. So groß und gesund, das ist die Hauptsache, ne? Gardinen hängen. Ach, sieht viel wohnlicher aus. Das sieht richtig gut aus. Jetzt gibt's Essen, wa? Links ist. Erzähl ich lieber nicht, aber ist okay. Fällt dir nicht auf. Doch, da guckt die Stange weiter raus. Schön, schön. Ja, weil die Halterung viel zu weit nach innen gebohrt, ich Idiot. Sowas merkst du auch später, ne? Alles gut. Hätten wir weiter. Muss man die Gardine weiter nach links ziehen? Hier geht ja nicht. Wegen der Halterung? Weil das stößt dagegen die Halterung. Ich bin wieder vom Arzt zurück, alles super. Die OP kann Donnerstag starten. Wir haben jetzt gerade Mittagessen geholt und dann müssen wir hier aufräumen, dekorieren, sauber machen und dann geht's auch schon los. Boah, das sieht gut aus. Eigenlob stehen. Aber mal den Tisch in die Mitte stellen, damit auch alle Platz finden. Ich habe jetzt in der Mitte erstmal die frischen Blumen gestellt und dann die wunderschönen Bilder. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man die Girlande da so hinlegen würde. Alex macht jetzt gerade noch die nächsten Gardinen dran. Aber die hier möchte ich auf jeden Fall aufhängen. Da. Ich habe hier gerade Alex Jacke übergeschmissen, weil es echt frisch ist. Wir sind hier am. Ich habe jetzt die Küche hier fertig aufgeräumt. Der Alex saugt und wischt noch gleichzeitig. So süß. Ich habe jetzt hier noch so kleine Baisers. Ich habe jetzt hier noch so Pastell, nee, so Metallic-Luftballons. Ich finde die ganz schön. Die passen, glaube ich, am besten. Metallic lila, rosa, gelb. Ich glaube, das passt alles ganz gut zu der Deko. Und ich habe Hilfe. Meine Luftpumpe. Aber Alex muss die zuknoten, das kann ich nicht. Nein, dann knallt das so mit den kleinen Kindern. Luftballons haben. Sieht aus wie eine Hochzeit, wie alles weiß. Sieht aus wie eine Hochzeit, wie alles weiß. Komm, ich mach noch was anderes. Dann mach ich viel. Ich hab hier heute rausgeholt. Darf man das zeigen, dass wir schon genascht haben? Die sind so, so lecker. Die tun wir jetzt auf den Teller. Und dann kommen diese süßen Piekserchen da rein. Oh, ist das schön. Sieht echt aus wie auf einer Hochzeit. So, alles so weiß durch die Gardinen jetzt auch. Hey! Eins, zwei. Der Alex baut jetzt noch extra für unsere Gäste, also für das Baby, was noch kommt, den Hofstuhl auf. Anna kann Frieda mit ihrer Freundin zusammensitzen. Und dann müssen wir quasi nur noch das Brett davor schrauben, ne? Wir sind jetzt soweit fertig. Die müssen wir noch aufhängen. Die ist so süß, die sollte auch an die Wand. Und wir haben jetzt Stühle von draußen geholt, die müssen hier trocknen, sonst haben wir zu wenig. Aber sieht ganz süß aus, oder? Kann man nicht sagen. Geschafft! Nein, die Girlande noch. Die muss noch da an die Wand. Aber ansonsten, die Torte holen wir leider aus dem Kühlschrank. Wupp. Ist aufgeräumt, da ist mein wundervoller Mann. Frieda hat super geschlafen. Jetzt Geschenke auspacken. Da ist die Zunge schon wieder draußen. Ja, Papa, wollen wir? Sie hat auch was im Kindergarten bekommen. Ein Holzpuzzle, zeig mal. Voll cool. Ein Holzpuzzle. Und Fotos. Komm, machen Geschenke auf. Geschenke! Geschenke! Das ist für Frieda. Frieda hat Geburtstag. Das ist für Frieda. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Frieda. Happy Birthday to you. Yay! Wir wissen, mit einem Jahr klappt das noch nicht so. Ja, los, pack mal aus. Was ist das? Kommt da ein Wurm aus dem Buch? Hallo Pauline. Ist das cool? Ja, cool. Guck mal. Da ist noch ein Geschenk. Da. Mach mal auf. Schaut mal, wer da ist.
Das sollen wir für Frieda auspacken. Ja. Die Paulina hat auch was bekommen. Ein schönes Buch, ne? Soll ich dir das mal vorlesen? Wow, der Griffelo. Das soll Mama auspacken. Das ist für Frieda. Das ist dein. Von Maggie und Mark. So, wir sind bei Easy angekommen und sie packt direkt unser Geschenk aus. Also es ist ja eigentlich für Frieda, aber ich habe Angst, dass die Frieda das kaputt macht. Vielleicht machen wir dann Ich war mir so unsicher und ich dachte, nee, ihr Kinderzimmer ist ja farblich noch nicht so richtig, noch kein richtiges Schema gefunden, aber ich dachte so, die Farben sind einfach schön. Voll. Kannst du es lesen? Frieda mit deinem Hirn. Ja. Schön, ne? Cool, wir haben noch gar keine Farben bei Frieda, deswegen. Nee, deswegen, habe ich ja, also ich habe ja das Kinderzimmer Gott sei Dank schon gesehen gehabt. Ja, danke schön. Bitte schön. Richtig schön. So, meine Lieben, wir haben jetzt gerade den Kuchen von unten geholt und den werde ich jetzt mal auspacken. Vielleicht kommen die restlichen Gäste und dann gibt's Kuchen und wird gegrillt und ist einfach total schön. Oh, guck mal, wie schön die ist. Frieda, nicht anfassen. Frieda, also uns ist aber nicht echt. So, wir schneiden die schöne Torte jetzt an. Was tut so weh? Wie viele Kalorien hat sie? 2000. Ist das hier echt? Das kann man alles essen, ja. Wir bereiten gerade Abendessen vor. Alle helfen mit. Melli übernimmt die Bespaßung. Mich unbedingt füttern, aber der ist schon so aufgeweicht. Mmh, genau, mach in deinen Mund. Mmh. Hier ist voll das Chaos. Die Torte wird gleich noch mitgenommen. Wir haben jetzt noch Kartoffeln mit Rosmarin im Backofen. Dazu gibt es Salat und Sour Cream. So, ihr macht jetzt Steaks? Ja. Hi, meine Lieben. Es sind jetzt alle weg. Es ist mittlerweile, Moment, kurz vor 8. Und die Kinder sind alle schlafen gelegt. Ich werde jetzt hier noch aufräumen. Alex ist mit Pauline im Bett. Das heißt, ich mache das hier alleine. Steht überall noch ein bisschen was rum, aber so viel ist das gar nicht mehr. Schaut mal. Wir hatten einen wunderschönen ersten Geburtstag von Frieda. Ich glaube, alle Kinder hatten Spaß. Das ist die Hauptsache. Ich will mich an dieser Stelle von euch verabschieden und hoffe, dass euch die Eindrücke gefallen haben. Auch wenn das Video vielleicht nicht so lang ist. Aber ich wollte einfach, ja, das mit euch teilen. Dann würde ich sagen, schon bis bald und tschüss.